Mensch verändert sich jeden Tag. Da haben wir am Anfang dieser Reihe erwähnt den Hadith: مثل القلب كمثل ريشة في فلاء. Das Gleichnis des Herzens ist wie eine Feder auf freiem Land. Das ist das Herz. Wird mal vom Wind nach rechts getrieben und mal nach links, mal geht es hoch und mal runter. So ist das Herz des Menschen. Deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith von Hanzala, der bekannte Hadith, als Hanzala sagte, nafaqa Hanzala. Hanzala ist ein Munafiq. Er sagt das zu sich selbst. Da sagte Abu Bakr, wama hada, oder wama dak, und was bringt dich dazu, das zu sagen über dich selbst? Dann sagte er, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind und er uns Dinge erzählt und berichtet, dann kommt es uns so vor, also sie sind spirituell auf einer Phase, da kommt es uns vor, als würden wir die Dinge mit dem Auge sehen. Und sobald wir ihn verlassen und uns auf unsere Arbeit begeben, auf unsere Felder oder mit unseren Familien und Kindern sind, dann verschwindet das alles wieder. Also sie sind dann wieder auf einer anderen Ebene. Und dann sagt der Abu Bakr, dass genau dasselbe gilt auch für mich. Also er empfindet das auch. Und das zeigt auch, wenn Abu Bakr radiallahu anhu diese Stufe nicht einhalten kann, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ich nenne es mal diese spirituelle Einstellung, dann können das andere erst recht nicht. Abu Bakr ist nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam der erste Mann in dieser Umma. Jedenfalls, sie gingen dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und berichteten ihm davon. Und er sprach dann zu ihnen, aber was hier interessant ist, ist dann die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam: Walakin sa'a fa sa'a. Das heißt, der Mensch ist mal so und mal so. Die Vollkommenheit kann sie nicht immer einhalten. Und deswegen muss man daran arbeiten, wenn man eine Eigenschaft errungen hat, eine dieser Eigenschaften erlangt hat, dass man sie auch weiterhin festhält. Aber du wirst nicht vollkommen sein, deswegen müssen wir uns nicht darüber, sollten wir lieber darüber nachdenken, die fehlenden Teile irgendwie zu bekommen, die fehlenden Eigenschaften.